Ja, guten Morgen, Leute. Ich grüße euch heute am Mittwoch, dem 9. Juni 2021 um 8.27 Uhr. Unschwer zu erkennen, wir fahren gerade los in Gaggenau. Voraussichtliche Ankunft 12.05 Uhr, 1 Minute 50 Verzug drin. Könnte mehr werden, könnte aber auch komplett verschwinden. Müssen wir mal abwarten. Ja, ansonsten kann ich sagen, der Montag war okay. Gestern war sogar richtig gut. Oh, mein Kollege mal schön Platz machen. Da hat er gelacht. Ja, wie immer, ich muss erst mal ein bisschen ins Rollen kommen hier. Schwüle 19 Grad. Aber wir wollen nicht meckern. Nicht mehr so viel Regen. Und die Aussichten sind ja auch ganz gut. Das fühlt sich aber, da muss ich direkt mal kurz gucken. Ich habe es natürlich wieder versäumt. Naja, aber war mir klar. Ich wollte nämlich sagen, es fühlte sich nach 24 Tonnen an. Also mit anderen Worten, wir haben ordentlich geladen. So, aber egal. Durch die deutlich gestiegenen Außentemperaturen ist es eigentlich leicht oder gut machbar, jetzt immer den Spritdurchschnitt zu schaffen, um den es mir ja doch geht. Aber irgendwie muss ich mal so ein bisschen leicht Eco-Klima hier einbauen. Irgendwie ist alles ein bisschen klebrig. Ja, ich wollte eigentlich gerne noch, also es sind höchstens noch 5 bis 10 Minuten Hörbuch. Ich habe gedacht, ich schaffe das zu Ende zu hören. Ich musste auch ja, leider auf meine Papiere warten. Ich war mit allem fertig, inklusive Gang zur Keramik, und der gute Mann kam mit dem Papier nicht rüber. Aber wie er meinte, da wusste wieder die eine Hand nicht, was die andere tut. Naja, Watch Hills ist trotzdem gut und da wollen wir nicht meckern. Also gestern bin ich sehr, sehr gut durchgekommen. Hier gibt es ja hier vorne auf der A5 jetzt eine neue, haben sie eine neue Baustelle aufgemacht, hier direkt vor Gaggenau. Ziemlich lange Baustelle, die tauschen da wohl die Leitplanke gegen Beton aus. Und ja, da sind schon mal ein paar Minuten Stau dann jetzt, direkt wenn man auffährt auf die Autobahn. Aber gestern habe ich Glück gehabt, aufgefahren und konnte so durchrutschen. Und auch Walldorf war kein Thema. Bruchsal hat sich ja inzwischen erledigt. Da gehen ja jetzt 3 Spuren über die neue Brücke gut. Es ist die Fahrbahnmarkierungen und so, die haben sie noch nicht ganz fertig gemacht. Aber insgesamt ist das top.
Ja, erstmal will ich ein bisschen auf das Video vom Montag eingehen. Da haben, ich bin ehrlich, ich war mir schon ein bisschen bewusst, dass dieser Titel auch, ja, falsch aufgefasst werden kann. Nein, ich habe die Schnauze voll, so nach dem Motto, dass der eine oder andere dachte, ich hätte jetzt vom LKW-Fahren die Schnauze voll. Aber das ist nicht der Fall. Nein, wovon ich die Schnauze voll habe, habe ich ja dann erzählt. Und vielleicht da noch hinzuzufügen, ich habe dann gestern noch mal bei meiner Hausärztin angerufen und habe gesagt, ey Leute, ich habe ja jetzt letztens diesen Impftermin nicht wahrnehmen können. Stehe ich denn jetzt überhaupt noch bei euch auf der Liste? Ja, ich würde immer noch auf der Liste stehen. Ah, das ist, sowas hasse ich ja. Obwohl ich hätte es wissen müssen, war zu lange grün. Ah, das war jetzt kein schönes Anhalten. Ja, ja, Bremsverhalten verbessern, früher rollen. 64%, ey, boah. Naja, gut. Es ist so, es entsteht ja der Eindruck, hier sind ja jetzt, ich muss selber mal überlegen, 1, 2, 3, 4, nee, nochmal von vorne. Ja, man sollte sich auch erstmal aufs Fahren konzentrieren. Also, das sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte, die jeweils eben 100% haben, und wenn man eben nicht so sauber fährt, gibt es Abzug. Jetzt könnte man ja meinen, um sich seine eigene Bewertung auszurechnen, durchschnittsmäßig, man addiert das alles und dividiert durch 8 und dann hat man, ja, dann hat man seinen Fahrwert für den Tag. Da es ist allerdings so, dass ich, dass das grob hinhaut. Also ich sag mal so, wenn diese Rechnung, ich sag mal jetzt als Beispiel 9,5 ergibt, dann kann man eigentlich auch sicher sein, dass man seine 9,5 fahrtechnisch erreicht hat. Eventuell oder wahrscheinlich sogar noch besser, denn ich habe festgestellt, dass die einzelnen Punkte nicht gleich gewichtet werden. Ich habe das ja schon mal erklärt, man kann auch einen guten Fahrwert erzielen, indem man 90 durchknüppelt, dann gehen die Prozente zwar hier derbe runter, also wenn ich, sagen wir mal, so eine Strecke wie hier mit 90 durchknüppel, jetzt nach Gaggenau runter, dann kann man sicher sein, stehen am Ende bei der Geschwindigkeit vielleicht 24%, und wenn man also einen längeren Zeitraum eben schnell fährt, dann gibt es auch noch Prozentabzug bei dem Punkt Schalten. Aber das hat wohl nicht die gleiche Wertung, denn ich habe ja erzählt, früher bei den Büchern, da gab es ja jeden zweiten Tag eine Tour, da musste man 90 durchknüppeln und trotzdem habe ich noch Top-Fahrwerte gehabt. Ja, es ist ja so, ich hatte ja meinen jetzigen Chef mal gefragt, ob ich nicht wie früher, als ich bei den Büchern war, eventuell die Möglichkeit bekommen könnte, Einblick zu nehmen in meine Fleetboard-Daten. Also das ist machbar, dem Fahrer einen Zugang einzurichten mit einem Passwort. Und dann könnte man also sich täglich, man muss sich dazu dann das Programm runterladen. Aber dann hat man die Möglichkeit, im Grunde täglich zu schauen, wie bin ich gefahren, was hat jetzt meinen Wert negativ beeinflusst, ja, waren es die Bremsungen, waren es die Stops oder so und so weiter.
ja, mein Chef hat auch schon zwei oder dreimal gesagt, ja, ich will mal dran denken und was weiß ich, ja, nächste Woche kommt der Mann vorbei, da will ich dann anhauen. Leider ist bis jetzt immer noch nichts passiert. Ein bisschen schade, weil auch wenn ich ja über 3,5 Jahre jetzt dabei bin, habe ich immer noch ein Interesse daran, da hin und wieder mal in meine Werte reinzuschauen. Einfach um zu erkennen, ob eventuell irgendwo noch ein Punkt ist, wo ich noch ein bisschen was verbessern könnte oder verändern könnte. Aber da ja unser Wert, den wir erreichen müssen, 9,5 oder 9,6, eh schon nicht so niedrig ist, wird die Luft natürlich dünn da oben. Irgendwann mal, da wurde mein Wert ja an der Bürotheke angesprochen und da hat sich doch einer der Disponentenkollegen echt hinreißen lassen, hat gesagt, das geht aber noch besser. Und da habe ich gesagt, ja, kann ja sein, dann soll er mir das mal zeigen. Dafür würde ich mir sogar einen Tag Urlaub nehmen, weil ich der Ansicht bin, besser geht es nur noch, wenn man sein Auto schiebt. Er ist dann auch nicht drauf eingegangen. Ja, nochmal zurück zum Montagsvideo. Es war auch mal wieder ein ganz interessantes, ja, ich will nicht sagen Experiment, mal zu sehen, wie viel macht so ein Titel aus, was bewirkt so ein Titel. Na, ich meine, ich könnte ja auch hingehen und einfach immer nur Video Nummer so und so als Titel schreiben. Und ganz oft machen die Titel ja nicht unbedingt eine Aussage über den Inhalt, über das, worüber gesprochen wird oder so, sondern ich greife öfter da eben einen Satz aus der Anfangsphase auf und ja, spanne die Leute eh nicht so lange auf der Folter. Also ich muss sagen, es gibt Kollegen, die haben dann Titel, ja, ich sag mal als Beispiel, verdammt eng und dann guckst du dir das Video an und wartest jetzt immer darauf, wann ist denn diese Situation, ja, und dann ist die, wenn überhaupt, vielleicht mal am Ende oder bleibt sogar ganz aus. Und sicherlich riskiere ich natürlich, dass jemand das Video so lange schaut, bis er ja den Satz hört, der durch den der Titel gebildet worden ist und denkt sich dann, da kommt ja jetzt eh nichts mehr und geht raus, aber habe ich kein Problem mit. Genauso wenig wie ich, das war aber schon orange, genauso wenig wie ich ein Problem damit habe, dass jemand mir schreibt, ich fand das übrigens total super, ne? Also er schrieb, er liebt meine LKW-Videos, aber mit den Videos da, wo wir rausgehen mit den Hunden und so, also er wäre 33 Jahre alt, da könnte er jetzt nichts anfangen. Ob das jetzt am Alter liegt, weiß ich nicht. Ich konnte es mir nicht verkneifen, auch in der Antwort zu schreiben, dass ich ja auch mit 33 schon mit zwei Hunden durch die Botanik gelaufen bin. Aber natürlich war das Leben durchaus ein anderes mit 33. Ich habe ja schon einiges davon erzählt. Ich sag mal so, wenn ich jetzt sagen muss, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal auf irgendeiner Party war, also hier Fete oder dergleichen, dann war das natürlich im Alter von 33 eine ganz andere Geschichte. Ne? Aber da habe ich auch noch im Ruhrpott gelebt, hatte mehr Kontakte mit mehr Leuten zu tun und ja, auch das Business, was ich ja gemacht habe, hatte ja eben mit Leuten zu tun und so weiter. Eben ein ganz anderes Leben. Na? Jetzt wohne ich auf dem Land,
und bin LKW-Fahrer. Gut, nachdem ich lange vorher eben Maschinenbau gemacht habe, aber auch in einer kleinen Firma mit ganz wenig Leuten. Und ja, so ist das Leben quasi immer ruhiger geworden. Was ich aber jetzt nicht als Nachteil empfinde. Ich bin da eigentlich ganz zufrieden mit. So, hier kommt jetzt diese Baustelle. Aber super. Da ist ganz, ganz große Klasse der Kollege hier. Wie gesagt, ich habe da überhaupt kein Problem mit, dem Gegenteil. Ich finde es, fand es eigentlich gut. Ich habe mich darüber gefreut, dass er meine LKW-Videos mag. Und wenn er eben die anderen Videos damit nichts anfangen kann, ist doch okay. Ich habe auch noch geschrieben, dass diese Videos, zum Teil auch für jetzt Verwandte, Freunde, Bekannte und die, die sie mögen, sind. Es ist ja, ich hatte das schon mal erwähnt, meine Schwester zum Beispiel schaut sich die kleinen Videos, also wenn wir rausgehen mit den Hunden oder überhaupt diese kleinen Privatvideos, die sind ja, also ich wüsste gar nicht, dass irgendein Privatvideo länger als eine halbe Stunde geht. Nein, ich glaube, das gibt's gar nicht. Und die schaut sie sich durchaus an, wogegen die LKW-Videos eigentlich überhaupt nicht. Die sind ihr zu lang. Da sagt sie, hat sie irgendwie keinen Bock drauf und keine Zeit für und was weiß ich. Und so ist das halt. Und wenn ich so überlege, dieses eine Video, das ist ja, es ist eigentlich das tragischste Video. Titel Alter Hund, die letzten Minuten in seinem Leben. Der eine oder andere von euch wird es, er ist ja eine braune Sau hier. Hier ist Überwolf. Er ist ein Klon, ey. Hier ist eine Baustelle mit Überholverbot, also meine ich jedenfalls, aber okay, juckt mich jetzt eigentlich nicht. Und kein Osteuropäer, wie immer so oft behauptet wird. Ich stehe eh nicht auf dem Standpunkt, dass ich sage, das sind immer die. Vielleicht ist auch kein Überholverbot, weil den Anfang der Baustelle habe ich ja jetzt gar nicht gesehen. Ah ja, what else? 80 reicht uns hier durch. Wollen wir auch mal so nett sein, wie man es... Ah, und er hat sich auch bedankt. Das ist doch herrlich. Was ein Zusammenspiel hier heute Morgen. Oh, da kommen die nächsten zwei LKWs auf der linken Spur. Ah, nee, der reiht sich ein. Die haben auch nur Platz gemacht für den Kollegen. Ja. Ah, Leute, ich merke aber, ich glaube, ich muss mal das Brillchen wechseln. Irgendwie ist das schon brutal hell heute Morgen. Kleine Überprüfung, ihr seid am Ball. So, das ist doch angenehmer irgendwie. Sonst gestern habe ich die Jalousie so ein Stück runter gemacht, aber wie gesagt, das ist ja auch nicht so schön für euch. Vor allen Dingen habe ich ja erklärt, dann geht die Kamera hin, die automatische Blende, die, weil es ja ein bisschen dunkler hier drin wird, macht sie dann weiter auf, dann überhellt sich aber das Bild nach draußen. Nein, das wollen wir nicht.
ich habe ja erzählt, ich habe ja eigentlich sogar noch mehr Ideen für private Videos. Weil ich einfach Bock drauf habe. Und zwar geht es da um diese Dinge, die man so jeden Tag bei sich hat. Guckt euch das hier an, ey, mit dem Rückstau. Das ist elend. Das war gestern auch, ey. Achtet mal drauf, wie lang das Ding jetzt geht, ne? Wir können ja mal gucken. Wir sind jetzt bei 309 Kilometer. Da schauen wir mal. Also gestern war das bis Karlsruhe, glaube ich. Ja, ich bin zum Beispiel jemand, schon als Jugendlicher habe ich immer ein Messer auf der Tasche gehabt, also ein Taschenmesser. Und auch jetzt habe ich ja ein Multifunktionswerkzeug an meiner Seite, ein Taschenmesser und eine Taschenlampe am Gürtel. Das ist meine tägliche Ausrüstung und wie gesagt, ich besitze noch ein paar mehr Messer und und überhaupt eben, da gibt es so ein paar Sachen, da hätte ich Lust, mal ein bisschen was zu zeigen und dazu was zu erzählen. Aber das sind so Videoideen, die realisiere ich dann irgendwann mal, wenn ich viel Zeit und Langeweile habe, was im Moment nicht der Fall ist. Die Basis und das Grundgerüst werden immer die drei LKW-Videos sein. Das hat sich jetzt so schön eingeschliffen, dieses Montag, Mittwoch, Freitag. Und guckt euch das an, ey. Mit anderen Worten, wenn man um kurz vor neun nach Gaggenau will, da hat man echt die Arschkarte. Aber sowas von... Mir geht es ja auch so. Ich habe ja den einen oder anderen Kanal abonniert, weil ich da mal ein oder zwei interessante Videos gesehen habe. Aber sagen wir mal... vielleicht gar nicht so die Masse für mich interessant ist. Das hat sich jetzt so zufällig ergeben. Ihr wisst ja, wir wissen ja nicht genau wodurch, vermuten, dass es eventuell ein Raubvogel war. Uns sind ja zwei junge Masthühner abhandengekommen und eins ist ja verletzt und tot, haben wir ja aufgefunden. Wir haben ja wieder neue geholt und jetzt sind wieder fünf Stück und bis jetzt ist also alles in Ordnung. Und wir hoffen natürlich, dass es auch so bleibt, aber wir haben auch das Gehege nachgesichert, sodass also eigentlich ein Raubvogel jetzt keine Chance mehr hatten. Ich hatte da so ein Gepäcknetz vom Anhänger, sehr stabil, dick. Das habe ich da drüber gehängt. Oh, die eiern hier ja wieder rum, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, und im Zuge dessen hat mir jemand im Kommentar einen Link geschickt, von wegen, was man da so machen kann als Absicherung gegen Habichtangriffe und so. Und da bin ich auf den Kanal von jemandem gestoßen, der wohl, ja, ein Deutscher, der irgendwie in die tschechische Wildnis, also irgendwo in die Berge da ausgewandert ist oder hingezogen ist und halt, ja, eben dem einfachen Landleben frönt, sag ich mal. Und dann ist das ja so, schaut man sich ein so ein Video an, wo es irgendwie um Hühner und Habicht geht
Und spätestens, wenn du das nächste Mal den PC anmachst, hast du sofort wieder drei weitere Vorschläge, wo es um Hühner und Habicht geht. Und da, im Zuge dessen, habe ich noch einen weiteren Kanal gefunden, den ich auch ganz interessant fand, also wo ich bestimmt noch mal reingehen werde, um mir mal das eine oder andere Video anzuschauen. Aber natürlich nicht in der Masse, weil wir jetzt zum Beispiel uns nicht mit Einkochen von Lebensmitteln beschäftigen. Also da hätte, glaube ich, meine Frau nicht so die Böcke drauf, außer es wäre notwendig. Aber derjenige macht eben auch Hühnerhaltung und viele Dinge selber eben, was weiß ich, Platten verlegen, alles Mögliche. Und das Lustige war, als ich das Video mit den Platten angeklickt habe, was sehe ich? Der Mann hat die gleiche Hose an wie ich, eben hier BW Flecktarn. Und da konnte ich es mir natürlich nicht verknallen, zu meiner Frau zu sagen, siehst du, die Macher, die tragen so eine Hose. Weil ab und zu sagt sie ja schon, naja, nein. Sie akzeptiert das, aber es ist nicht so, also sie hätte auch kein Problem damit, wenn ich jetzt durchgängig Jeans oder so tragen würde. Aber ich finde es ja gut, dass sie es akzeptiert, denn ich muss sagen, ich fühle mich also mit diesen Hosen am wohlsten. Na, einmal super praktisch, viele Taschen, bequem, robust und fleckenunempfindlich. Da macht es nichts, wenn der Hund mal hochsteigt und einem mit dem Pfoten die Hose stempelt oder wenn man aus Versehen mal mit dem Kaffee kleckert. Das wird alles im Flecktarn integriert. Ja, da hatte ich einen Kommentar dabei, da hat jemand gemeint, warum ich mich denn aufregen würde, da wegen der Impfung und so, ich hätte ja diesen einen Termin wahrnehmen können. Ja, ich sag mal so, wenn ich drauf bestanden hätte, also mich auf die Hinterbeine gestellt hätte, kann ich mir vorstellen, dass mein Chef eventuell, aber er hat angedeutet, dass es ein Problem ist. Also es war ihm schon sehr, sehr recht, dass ich diesen Termin nicht wahrgenommen habe und er da nichts umorganisieren musste, fahrtechnisch. Und ich sage auch ganz ehrlich, da war bei mir auch nicht die Bereitschaft, einen Tag Urlaub zu opfern, also in dem Moment, weil ich ja dann in der Folgewoche eben eine Woche Urlaub hatte oder angesagt war und letztendlich auch hatte. Naja, warten wir mal ab. Was mich ein bisschen verwundert hat, ist, derjenige hat geschrieben, er wäre 41 oder 42 und seit Januar durchgeimpft. Also das erstaunt oder verwundert mich schon, weil er nicht dabei geschrieben hat, ob er irgendeiner Priorisierungsgruppe angehört oder irgendeine Priorisierung hat. Es ist ja so, unsere Tochter, die ist ja auch schon seit längerem durchgeimpft. Da wird ja sogar schon von der dritten Impfung, von der Auffrischung im Herbst gesprochen. Und und meine Frau ist ja inzwischen auch schon seit 4 oder 5 Wochen, also 4 Wochen geimpft, da müsste nächste Woche eigentlich die zweite Impfung kommen. Aber die ist ja auch chronisch krank, also im Grunde hat sie sogar zwei Krankheiten, die also eine Bevorzugung da unterstreichen oder befürworten würden.
Bei mir ist es ja so, ich habe ja nur mein Alter und, was ich ja gar nicht wusste, eben auch meinen Job, was ich da ankreuzen konnte. Und das scheint irgendwie nicht so dolle zu reichen. Also beim Impfzentrum bin ich jetzt seit 5 Wochen angemeldet. Bis jetzt nichts gehört. Wie gesagt, beim Hausarzt stehe ich weiter auf der Liste. Und ja, und was die Sache mit dem Betrieb betrifft, da vielleicht habe ich mich da auch nicht ganz richtig ausgedrückt oder nicht klar genug. Es ist so, es wurde ja verkündet, dass auch Betriebsärzte Impfungen durchführen sollen in den Betrieben. Und danach gab es dann für uns, ja, das war blöd, ich gehe auch wieder zurück, sorry. Das ist also so, dass wir dann schriftlich mit der Lohnabrechnung einen Schrieb bekommen haben, wo wir gefragt worden sind, von der Firma gefragt worden sind, ob ein Interesse besteht. Ja, weil das hätte ja auch sein können, der eine oder andere hat seine Impfung schon bekommen. Dann weiß ich von Kollegen, die sich nicht impfen lassen wollen. Und die ganze Sache, der Arzt sitzt ja, glaube ich, 60 Kilometer weit weg, die macht ja auch nur Sinn, wenn eine gewisse Anzahl Leute da ist, beziehungsweise damit sich alles lohnt, die Impfmenge, dass der vorbeikommt und so weiter und so fort. Und ich denke mal, der muss auch ein bisschen den Raum herrichten, wo er das dann durchzieht und so. Und deswegen sind wir also schriftlich gefragt worden und man konnte da also reinschreiben, ja, ich habe Interesse an einem Samstag. Ah ja, es ging auch noch darum, ob man bereit wäre, eben dafür samstags in der Firma zu erscheinen. Ist ja auch nicht für jeden Kollegen so ein Ding, schon gar nicht für die 60 Kilometer weit weg wohnen. Es gibt da welche, oder zumindest von einem weiß ich es, der wohnt 60 Kilometer weit weg und der bleibt ja auch die ganze Woche über immer auf dem LKW und fährt nur zum Wochenende nach Hause. Und ja, da stellt sich schon die Frage, ob der eben so den Bock darauf hat, halt dann am Samstag nochmal aufzuschlagen oder halt eben von Freitag auf Samstag nochmal im LKW zu übernachten, um dann samstags seine Impfung zu kassieren. Und deswegen hat die Firma eben das abgefragt. Ich habe das Zettelchen auch direkt ausgefüllt, dass im Interesse bei mir da ist und auch abgegeben. Wie schnell das die Kollegen gemacht haben, weiß ich nicht. Ich hoffe einfach mal, dass sie, hoppla, dass sie das auch zügig gemacht haben, damit der Chef dann entsprechend schnell handeln kann. Und ich hatte ihn jetzt die Tage nochmal angesprochen, wie es denn da aussieht, eben mit Impfung durch den Betriebsarzt. Und da hat er nur gemeint, er hat halt noch nichts gehört. Und wie man ja aus den Nachrichten erfahren konnte, haben die Betriebsärzte ja, bekommen die ja jetzt erst Impfstoff, um solche Aktionen durchführen zu können. Das heißt, das kann jederzeit, ich weiß nicht, wie wir dann informiert werden, ob per SMS oder mündlich an der Theke oder was weiß ich. Oder vielleicht, morgen ist ja wieder Abrechnungstag, dass wir morgen mit der Abrechnung einen, oh, das ist ein lustiger LKW, achtet mal auf den, so ein Ami-Dingen, hier so ein Ford, so ein Ami-Ford, ein Hauber. Ja, es kann also gut sein, dass wir eventuell, sag ich mal, wenn die da inzwischen was klar haben, vielleicht morgen mit der Abrechnung wieder eine schriftliche Info bekommen. Ich weiß es nicht. Aber so ist jetzt momentan die Situation. Ja, und so wie ich heute dann hören musste, hier mein Staplerfahrer, der hat ja gestern, war er ja nicht da, da war ja sein Ersatzkollege da, was nicht negativ ist, der arbeitet eigentlich einen Tacken schneller noch.
Auf jeden Fall, der kam dann heute, ich sage, und wie ist es so? Ja, sagt er, er hätte schon mächtige Schmerzen in dem Arm. Und er wäre froh, dass er die Spritze nicht in die Hinterbacke bekommen hätte, sondern, denn dann könnte er gar nicht sitzen. Ja, aber ansonsten so Schüttelfrost oder dergleichen hatte er nicht. Und der hat erzählt, dass gestern zum Beispiel in dem, er ist da irgendwo in, fragt mich jetzt nicht, irgendwo da unten in einem Impfzentrum gewesen. Und das hat die überhaupt nicht interessiert, dass er jetzt Termin hatte, Einladung und so, das war denen total egal. Es wurden nur die Personalien abgeglichen wegen zweiter Impfung und Impfausweis. Das war alles. Ansonsten wurde alles, was da stand, quasi so durchgewunken. Also völlig egal, Alter, keine Priorisierung mehr. Ja gut, was soll das heißen? Soll ich jetzt einfach hinfahren zum Impfzentrum nach Rothenburg und mich da anstellen oder was? Auf gut Glück. Na? Also von daher, da immerhin sind das, ich muss überlegen, 30 Kilometer dahin zu fahren. Also die möchte ich eigentlich nicht für Nüsse fahren, in meiner doch relativ knapp bemessenen Freizeit nachmittags. Nee, mir bleibt einfach nichts anderes übrig, als zu warten, bis ich jetzt den nächsten Termin bekomme. Und da habe ich ja schon zu meinem Chef gesagt, also den nächsten Termin, den möchte ich auf jeden Fall wahrnehmen. Aber ich bin auch so ehrlich, ich bin auch manchmal nicht frei von Zweifeln. Na, es hatte mir jemand auch geschrieben, dass er nicht grundsätzlich gegen Impfen ist. Und hier bei dieser Impfung doch die Sache sehr kritisch sieht. Und ich habe ihm einfach drunter geschrieben, ich meine, das war ein bisschen sehr einfach die Antwort, aber das ist eigentlich der Kerngrund, warum ich mich impfen lasse. Also ich habe ja schon mal gesagt, ich habe keine Angst vor Corona. Also meine Frau, die hat schon so ein bisschen Muffe gehabt. Also da es ging immer so wellenförmig. Ne? Mal war ein bisschen mehr Muffe, dann wieder ein bisschen weniger, weil sie dann gemerkt hat, naja, eigentlich wohnen wir doch in einer relativ sicheren Gegend, haben wenig Kontakte und so, machen da alles richtig. Und ich habe ja auch schon gesagt, jetzt über ein Jahr haben wir schon die Seuche und bis jetzt bin ich ja sauber durchgekommen und auch in den ganzen Jahren zuvor, wo meine Frau sich schon immer hat impfen lassen gegen Grippe, also ich bin noch nie gegen Grippe geimpft worden, da kommt natürlich bei mir durchaus schon mal der Gedanke, muss es wirklich sein oder kann ich eigentlich auch so da durchkommen oder damit leben. Nur es ist ja so, ich bin ja bis heute noch ungetestet und habe eigentlich auch überhaupt keine Böcke auf irgendwen Tests. Also sprich, ich gehe nirgendwo hin, sei es einkaufen oder essen gehen, wenn ich mich da einem Test unterziehen muss. Da halte ich einfach weiter die Füße still, verzichte darauf oder bestelle meine Brocken im Internet, Feierabend. Aber wie gesagt, ich möchte mich einfach irgendwann demnächst mal wieder normal frei bewegen können, ohne Maske, obwohl ne, die wird uns wohl noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Abstand zu halten, habe ich kein Problem. Auf den Händedruck zu verzichten, habe ich auch kein Problem. Und ansonsten führen wir ja sowieso ein, hätte ich fast gesagt, ein risikoarmes Leben. Dadurch, dass wir eben wenig rausgehen und schon gar nicht in irgendwelche Räume oder so. Im Moment habe ich auch den ganzen Mist durch mit Fachärzte und Physio und allem drum und dran, sodass es da auch gar keinen Grund gibt, jetzt noch mal irgendwo hin
zu latschen. Nee, immer schön zu Hause und eben hier auf dem LKW und na, da ist alles eigentlich recht überschaubar. Ja, das noch mal zu diesem Montagsvideo oder zu dieser Impfgeschichte. Ach so, ja, was ich noch sagen wollte, ist, der, mein Staplerfahrer, das habe ich schon mal erzählt, ist ein ganz intensiver Zeitungsleser. Und ich meine damit nicht die Zeitung mit den vier Buchstaben, ja, sondern eine etwas seriösere Zeitung, die er wirklich, tja, er hat die, das, entschuldigt, ich, das ist ein so geiles Teil, ey, Allrad, ah, ja, aber wisst ihr, was so ein Scheißding kostet? Ich habe da mal auf YouTube ein Video drüber gesehen, das kostet 200.000 so ein Ding, Allrad mit allem Schnick und Schnack, 200.000 Euro. Ich meine, ob der jetzt 200.000 kostet, weiß ich nicht, aber das waren da welche, die hatten auch so ein bisschen speziellere Lackierung und so. Also da ja schon ein normales Wohnmobil 60 kostet, also ich sag mal unter 100.000, wirst du so eine allradgetriebene Kiste nicht bekommen. Aber das wär's natürlich. Ach, die BAG. Die BAG mit der Polizei, ey. Und da vorne ein Rastplatz vorher war ja auch schon, ist heute Kontrolltag oder was? Ja, unser Verzug ist auch runter auf 40 Sekunden, alles schön. Ja, auf jeden Fall, der ist ein sehr intensiver Zeitungsleser, der gute Mann. Und da hat er heute Morgen einen dicken Hals gehabt, ne, und meinte, boah, die Privatärzte, diese Verbrecher und so. Und er hat sich da total aufgeregt, weil man jetzt wohl mindestens einen Fall aufgetan hat, wo also ein Hausarzt, eben ein privater Arzt, Tests abgerechnet hat, irgendwie 1000 Stück. Und das kam aber irgendwie den Behörden wohl ein bisschen spanisch vor und dann haben die da mal richtig nachgehakt und dann konnte er gerade mal für 70 Tests Personalien angeben, die für die restlichen 930 konnte er keine Namensnennung erbringen, also mit anderen Worten, Abrechnungsbetrug steht da im Raum. Und ja, so wie er da wohl in dem Artikel gelesen hat, handelt es sich wahrscheinlich nicht um einen Einzelfall. Ich meine, wir haben ja schon den Betrug in Hessen bei uns gehabt, in einem Testzentrum, wo man 80 Euro in bar abstecken musste für einen Test. Ja, und dass irgendwie einer getesteten Person ja ein bisschen komisch vorkam und die hat dann auch die Behörden eingeschaltet und dann haben die ja mal eben festgestellt, dass da die Jungs oder ein Mitarbeiter wohl immer getestet hat und hat die Tests aber überhaupt nicht weitergeleitet. Ins Labor. Aber hat schön 80 Euro abkassiert. Und es war dann in den Nachrichten auch immer die Rede, dass man da wohl zwei Personen irgendwie im Verdacht hat oder was. Aber dabei haben sie auch gleich immer dabei gesagt, es gilt ja die Unschuldsvermutung. Ach ja, hier wieder Kollege. Also das ist, da kann man auch nicht sagen, dass es die Osteuropäer sind. Es sind einfach irgendwelche Kollegen, die wirklich bei 10 Meter, ich meine, die haben ein gutes Auge, muss ich ihnen lassen. Also ein gutes räumliches Sehen. Na, wenn sie so dicht vor mir da reinziehen, aber es ist einfach Shit. Er mit seinem, ich weiß nicht, ob ihr es so schnell sehen konntet, mit dem Radlader da ganz steil die Böschung runter.
Ja, die reißen jetzt komplett das Ding wieder ab. Da muss man sich mal überlegen, was das kostet. Eine Ersatzbrücke gebaut, damit der Bau der eigentlichen Brücke sauber vonstatten gehen kann. Und die wird jetzt mal eben wieder abgerissen. Aber gut, vielleicht ist diese Ersatzbrücke nicht so auf lange Haltbarkeit ausgelegt und dadurch etwas kostengünstiger. Keine Ahnung, wie die sowas machen. Und was haben wir da drüben? Zwei von einer Firma. So, die scheinen aber nur zu pausieren oder was. Ja, also irgendwie scheint diese Pandemie und das, was damit zusammenhängt, eben diese Sache mit den Masken, mit den Impfungen, mit den Tests, bei einigen Leuten eine Menge krimineller Energie freizusetzen. Und ja, und es gibt da wohl einen Haufen Betrügereien. Alter. Jetzt haben wir wieder eine Minute 40, aber das ist in Walldorf, Rothschilds. Blitzschutz verhindert Funkenbildung. Hasse ich wie die Pest, ey. Jetzt ist er aufgewacht. Mann. Erst zuckelt er da mit 70 Sachen daher und wo ich ihn dann überholen will, da gibt er auf einmal Gas. Ja, und ich bin mal gespannt. Wer weiß, was da noch nachkommt. Na, ich meine, angefangen hat es ja mit Betrügereien bei den Unterstützungen und vor allen Dingen ist es ja so, da ist ja nicht, sagen wir mal, ein einzelner kleiner Selbstständiger, der da mal ein bisschen schummelt. Nein, das sind ja Leute, die dann richtig Scheinfirmen kreieren, Scheinidentitäten und dann nicht ein bisschen mehr abkassieren, sondern vierfach, fünffach, zigfach. Na? Also wirklich richtig, richtig Betrug, der eben auch entsprechend geahndet werden müsste. Ich bin mal gespannt, was da noch so im Laufe der Zeit alles rauskommt. Ach, dann hat er sich, hat er noch gemeint, als er da im Impfzentrum war, da wollte ihm ein Arzt die Spritze geben. Und da hat er gesagt zu dem Arzt, nein, Sie spritzen nicht, Sie spritzen. Und hat damit auf eine Krankenschwester gezeigt, weil er jetzt der Meinung ist, so Ärzte, und das ist ja auch so, die spritzen im Vergleich zu einer Krankenschwester seltener. Und da hat er echt da den Arzt mal eben so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, glaube ich.
Und ja, und meinte noch, die würde ja nur 14 Euro bekommen. Was mich jetzt ein bisschen erstaunt, weil dann würde ja unsere Tochter in der Altenpflege mehr verdienen als eine Krankenschwester. Das kann ich eigentlich gar nicht glauben. Aber gut, um 1-2 Euro Differenz beim Stundenlohn, das hat ja auch was mit der Stelle und dem Arbeitgeber zu tun. Und auch Bundesland und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall hat er sich dann noch darüber aufgeregt, dass die Krankenschwester eben halt nur 14 Euro bekommt. Und so ein Arzt, das sind ja wohl Ärzte in den Impfzentren, die durchaus auch Praxen haben. Und ja, der bekommt 190 Euro in der Stunde, weil er ja, wie es heißt, seine Praxis nicht aufhalten kann, wenn er da im Impfzentrum halt aktiv ist. Wogegen jetzt eben hier der Kollege Staplerfahrer meinte, ja, das stimmt ja gar nicht, die haben ja offen, die Leute können da ihre Rezepte und Überweisungen trotzdem abholen und so halt. Naja, da will ich mir kein, Urteil drüber bilden. 50 Sekunden, sagt er hier. Ja, schon mal. Ja, da müssen wir natürlich wie immer die alte Geschichte hier machen. Kann da nur 50 Sekunden stehen, wenn ich da hinten am Ende ankomme. Das kann mir doch keiner erzählen, dass ich in 50 Sekunden da durch bin oder dass nur 50 Sekunden Verzug darstellt. Also das ist totaler Blödsinn. Also da erzählt das Navi ein bisschen Quatsch. Und da kann man mal sehen, da gehen die Leute sogar hier noch raus. Obwohl ich mir jetzt langsam überlege, reinzugehen, weil eben in 1000 Metern das eigentliche Überholverbot beginnt. Und bis dahin wollen wir irgendwie drin sein. Und mal schauen. Ah ja, hier ist, das ist... Das ist eine günstige Stelle. Die kleinen, seht es mir jetzt nach, die kleinen Sprinterfahrer, die freuen sich, wenn sie mal einen großen reinlassen dürfen. Nein, das ist jetzt ein bisschen böser Spruch. Aber ich mache auch eine Lücke auf und da will der Holzi rein. Ja, seht ihr? Das ist das, was ich auch öfter schon mal zu meiner Frau sage, wenn wir auf der Autobahn fahren mit dem BKW und da sind LKWs und wir fahren jetzt so dran vorbei, dann hat sie ja immer Angst, dass da einer mal eben so zack, bumm rauszieht, ne? Und wir dadurch in eine Bedrulle kommen. Und ich sage dann zu ihm, Hasi, bleib ruhig, das sind Kollegen. Ich spüre das, ob da einer rauskommen will oder so. Ich meine, es ist wirklich so, man entwickelt schon über die Jahre so ein gewisses Feeling irgendwie. Man für Verkehrssituationen, für das Verhalten der anderen. Auch, man checkt auch manchmal so nach dem Motto, man merkt, ey, der baut gleich Scheiße, der zieht da raus, obwohl das nicht in Ordnung ist, ja, aber man checkt es irgendwie halt. Und von daher, das ist schon... Ab hier ist jetzt das Überholverbot.
Ja, das war mir klar, du. Ja, komm, ey, aber dann reicht's auch. Zwei reingelassen. Jetzt muss er mal gut sein hier. Also die bis ganz vorne durchziehen, das finde ich schon ein bisschen frech. Das ist wirklich nicht okay. Vor allen Dingen ganz vorne, da tut sich in der Regel nicht mehr unbedingt eine Lücke auf. Hier zwischendurch, da ist immer einer mal, der fummelt mal was rum, der bohrt sich in der Nase oder was. Und da kommen immer Lücken, wo man mal reinziehen kann. Oder so wie bei mir hier, der Wagen, der kommt halt nicht so schnell aus dem Quark. Also tut sich auch Lücke auf und ja, und die muss man ja nicht mit böser Absicht dann dicht ziehen. Da kann man ja ruhig mal einen reinlassen. Oh, schon. Muss ich doch mal gucken. Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, wie lange wir schon wieder. Ja, ein Stündchen sind wir unterwegs. Die Kamera habe ich zwar schon eher eingeschaltet, aber ich musste ja noch warten. Ja, aber Stunde Video sollte schon am Start sein, was ja für den Mittwoch schon ganz gut ist. Ja. Ich sag mal, in 5 Minuten will ich auch zu Hause anrufen. Hören, dass alles gut ist. Was haben wir hier? Engländer oder was? Könnte ich mir fast vorstellen. Sie gehen mit dem Hund Gassi. Oder eine Vanliferin. Nein, also hier eine, die im Van lebt und durch die Lande zieht. Ich habe jetzt auch keine weitere Person gesehen. Ja, alleine jetzt in der Zeit hat sich schon die Zeit um 2 Minuten nach hinten verschoben, also von wegen hier 40 Sekunden oder was, für völliger Blödsinn. Oh, der hat aber auch Bekanntschaft. Er hat bestimmt Bekanntschaft im LKW gemacht. Das sieht mir ganz danach aus. Echt, die Seite so ein bisschen eingedöllt und verschrammt. Ja, wenn ich aber auch sehe, wie er hier fährt, ey, nein, mit seinen Dingen nicht schön in seiner Spur. Der Kollege hier. Ja, dann habe ich gestern zufällig mal mir ein paar Minuten von so einem Video auf diesem Kanal Vernünftig, den viele von euch auch mit Sicherheit kennen werden. Einer, der, ja klar, bei durchgezogener Linie mal eben so, als wenn er nicht hätte warten können da.
mal wieder ein paar Minuten von so einem Video von diesem Sascha da von dem Kanal vernünftig angesehen. Aber ich bin da relativ fix wieder raus, weil das hat mir, weiß nicht, das ist nicht mein Ding, dieses Rumgefluche da von ihm. Dieses, ja, also wenn das echt ist, dann weiß ich nicht, dann sage ich mal im Zusammenhang damit, dass der Typ also sehr, sehr übergewichtig ist und ich glaube auch noch raucht, also da könnte sein, und dann noch diese Aufregerei, dass er nicht alt wird, beziehungsweise es wirkt doch manchmal einfach überzogen und gekünstelt. Naja, ist auch egal, auf jeden Fall, ich bin da mal rein. Und was mich viel mehr interessiert hat, war, was er alles in seiner Beschreibung stehen hatte. Tausend Sachen. Erstmal hat er mehrere weite Kanäle kreiert. Der hat einmal diesen ja, Kanal, wo er im Grunde alte Videos zeigt, ja, denn der fährt aktuell überhaupt kein LKW mehr. Wie gesagt, das sind alte Videos, ob das jetzt Reload ist oder Weißhänger, auf jeden Fall. So, er zeigt alte Videos. Dann hat er einen Kanal, wo er... Dashcam-Einsendungen seiner Zuschauer zeigt. Dann hat er einen Kanal... Ach, was weiß ich... Er hat, glaube ich, alleine drei Kanäle mit LKW. Dann hat er noch einen Kanal für Privates, der nennt sich D-Tasse. Da bin ich auch mal reingegangen, weil mich hat interessiert, wie macht er das denn, Privates zeigen? Weil er ja immer, also weil er nie sein Gesicht gezeigt hat und da auch total drauf bedacht war. Weil ich mich erinnern kann, ich habe da mal ein Video gesehen, da ist er mit seinem Bruder so einen elektrischen Renault Zoe Probe gefahren und da hat sich sein Face in dem großen Display gespiegelt, da hat er schon rumgeflucht, ah, ich sehe schon wieder meine scheiß Fresse, also tut mir leid, ich würde nie so über mein eigenes Gesicht reden, ja. Ach, da die Klos, jetzt bremsen uns die Klos aus, oder? Nee, er kommt. Ja, und da hat mich natürlich interessiert, was zeigt er da privat oder so. Na, bin dann auf den Kanal, okay, da hat er ein paar Katzenvideos gehabt. Aber unter anderem ein Video, wo ich sehen konnte, Mensch, da siehst du eine Person. Da ging es darum, da hat er irgendwie das Gurtband in einem Rollladenkasten ersetzt. Ja, wie er jetzt dazu kam, das zu filmen oder sich dabei zu filmen, weiß ich nicht. Weil... ich fand ihn jetzt nicht so, also er hat nicht den überragenden Handwerker ausgestrahlt und vor allen Dingen hat er immer riesige Pixelflächen da über sein Gesicht gelegt und so. Weiß ich nicht, also er ist einer, der hat diese Kommerzialisierung von YouTube und diesen Filmen und so wirklich, finde ich, schon gut auf die Spitze getrieben, indem er eben so viele Kanäle kreiert hat und die sind natürlich alle mit Werbung versehen und so weiter und so fort. Und ich glaube auch, dass der jetzt, ja, er hat ja auch damals, als er aufgehört hat, irgendwas so erzählt, so in der Richtung, er wollte jetzt von seinen Ersparnissen leben, der wird schon gute Einnahmen durch YouTube haben und eben in der Kombination eventuell davon leben können. Ich meine, er ist so eine Art Pionier, der damit angefangen hat. Aber ich finde, mittlerweile gibt es interessantere Kanäle, die im Zusammenhang mit LKW-Fahren stehen. Vor allen Dingen, weil er überwiegend, genau, das schreibt er auch da rein, er zeigt überwiegend, wie man sich nicht im Straßenverkehr verhalten wollte. Ja, weiß ich nicht, ob er das jetzt wirklich... Ich meine, okay, es gibt bestimmt Leute, die
die wollen sowas am laufenden Band sehen und ziehen sich dann daran hoch. Bei mir gibt es das ja nicht. Klar, kann natürlich in der Stunde, wo ich euch mitnehme, mal eine Situation sein, wo uns mal wieder jemand zeigt, wie man es nicht machen sollte. Aber es kommt auch immer darauf an, wie krass die Geschichte ist. Da sehe ich mich dann auch schon gezwungen, das ein bisschen weg, also ein bisschen zu beschneiden, ne, halt. Weil ich habe überhaupt kein Ansinnen, irgendwie hier Fehler der anderen am laufenden Band zu zeigen. Ich muss sagen, diese Woche schlafe ich jede Nacht richtig gut. Keine Ahnung, woran es liegt. Gut, meine Frau, die hat die dünneren Decken ausgegeben. Die hat jetzt Sommer angeordnet. Ob es daran liegt, dass mir vielleicht vorher zu warm war, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich sagen, jetzt ja, zwei Nächte schon ohne irgendwie aufzuwachen. Schön durchgezogen. Das heißt, heute bin ich ein paar Minuten vor meinem Wecker wach geworden. Das steckt ja schon so drin mit diesem so 1.20 Uhr aufstehen, dass ich fast gar nicht mehr verschlafen kann. Also wenn der Wecker jetzt mal nicht klingeln würde, ich würde trotzdem wach werden. Vielleicht nicht haargenau auf dem Punkt. Gut, und wenn ich erst zwei Stunden vorher ins Bett gegangen bin, dann natürlich chancenlos. Wenn ich aber um 18, 18.30 ins Bett gehe, dann ist es wirklich so, dass ich eigentlich in dieser Zeit zwischen 1 und 1.30 Uhr eigentlich durchaus mal wach werde. Na, hier fährt man mit dem Elektroauto in Urlaub. Ich hoffe, mit guter Streckenplanung. Das ist ja auch so eine Sache. Ich bin ja jetzt nicht so gegen Elektroautos oder was. Ne? Aber was mich zum Beispiel, ich meine, Preis und so haben wir ja schon alle möglichen Dinge, haben wir ja schon drüber geredet. Aber ich habe da letztens, was ich total schlecht finde, ist diese unterschiedlichen Ladesäulen, diese unterschiedlichen Anbieter, die unterschiedlichen Preise, dieses Freischalten, diese Apps. Das ist, ey Leute, da habe ich irgendwie überhaupt keine Böcke drauf, dann vor so einer Ladesäule zu stehen und dann da rumzumehren mit meinem Smartphone, da, damit ich da das Ding laden kann. Nee, sorry, das ist... der Mist muss so einfach gehen wie tanken. An einer freien Säule anhalten, Kabel raus, einstecken. Ja, und dann irgendwie sehr einfach einloggen und dann ab dafür. Na? Gerade so durch den Kopf, wer dann in Zukunft, wenn es wirklich nur noch E-Autos gäbe, ja, ein bisschen Probleme hätte mit der Autofahrerei. Das sind, ja, wie soll ich sie jetzt bezeichnen, finanzschwache Leute, also Leute Hartz IV oder eventuell drei Finger oder so. Weil es ist zum Beispiel so, wenn du so ein sogenanntes P-Konto hast, also so ein Pfändungsschutzkonto, der geh raus und bremse! Also gibt's das denn, ey? Was soll denn sowas? Zieht vor mir raus und bremst, ey, entschuldigt, aber das war doch jetzt SCH. Was soll denn sowas?
Ich meine, rechts rüber gehen ist ja eins, aber dann einfach in die Bremse und das, wo sie sowieso nicht den ausreichenden Sicherheitsabstand zu mir hat. Das ist doch schon, das ist doch wirklich, da kann man doch nur fluchen. Ja, jetzt gibt's ja Gas. Ey, dass die Leute, manchmal kann man wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln. Ja, nochmal zurück. Also ich glaube, dass denen, dass die Schwierigkeiten haben werden. Denn es ist ja so, wenn du jetzt digital bezahlen willst, dann brauchst du ein Konto, wo auch Geld draufsteht, dass du da überhaupt verfügen kannst. So. Bei den P-Konten ist es so, da muss ja bis zum Ende des Monats immer das Ding abgeräumt sein, weil man ansonsten, also man kann, man darf da kein Geld stehen lassen und man darf kein Geld, die Blitzgeräte, aber wir fahren jetzt mal mit 85 vorbei und seht da, nichts passiert. 85 ist absolut cool. 90 wäre nicht cool gewesen. Naja, auf jeden Fall musst du ja also ein gedecktes Konto haben. So, und du musst aber, wie gesagt, bei so einem P-Konto immer vor Ende des Monats das Konto abräumen. Du darfst kein Geld stehen lassen. Geht Geld in den nächsten Monat rüber, kannst du nicht darüber verfügen. Weil das ist halt so. Die Summe, über die man verfügen kann, oder das ist alles genau festgelegt. Oder eben, ja, Hartz-IVler. Ich weiß nicht, ob Hartz-IVler eine Kreditkarte bekommen oder so. Was ja gleichbedeutend ist mit vom Konto bezahlen. Ja, und dann frage ich mich, wie die das regeln wollen. Ne? Gibt es auch irgendwo die Möglichkeit, gegen Bargeld Strom zu tanken? Ist schon, aber das sind natürlich Minderheiten und Minderheiten ohne Stimme, hätte ich fast gesagt. Ach so, ja, da fällt mir natürlich ein, dass jemand im Kommentar geschrieben hat, dass die ganze Sache mit dem Umweltschutz und so weiter nur zu regeln ist über den Preis halt. Ne? Und da habe ich ihm zurückgeantwortet, dass mir das total missfällt, weil das geht gegen meinen Gerechtigkeitssinn. Also sprich, Leute, die reich sind, die Geld haben, die können weiter asen und die Umwelt versauen, weil sie es ja halt eben bezahlen können. Und alle anderen, die müssen kleine Brötchen backen. Nee, sorry, also das ist ein Gedanke, mit dem kann ich nicht konform gehen. Da finde ich, sollten doch, weil er meinte eben Verbote und so weiter, das bringt alles nichts. Die beste Methode ist eben über den Preis. Aber eben da geht mir gegen den Strich, dass es mittlerweile so wahnsinnig viele Leute gibt, die sehr viel Geld haben, aber im Grunde dafür nichts geleistet haben. Ja, Generation Erben, sage ich nur. Da habe ich schon einige Artikel drüber gelesen. Und so ist es ja auch. Und ich kenne ja auch den einen oder anderen, der so quasi dazugehört. Also der davon profitiert hat, dass die Eltern Gas gegeben haben, viel geschafft haben und ihnen fällt dann das Geld quasi in den Schoß, ja, haben nichts dafür getan. Oh, jetzt sind wir aber, nee Leute, jetzt müssen wir Schluss machen, jetzt reicht's für heute. Ich muss jetzt mal zu Hause anrufen, sonst denkt meine Frau, das ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja, Leute, war nett, dass ihr wieder mit an Bord wart. Ich meine, ich habe einfach mal so ein bisschen wieder was abgelassen. Ich
hoffen mal, ja, 12.10 Uhr noch mal ein bisschen nach hinten verschoben, aber alles im guten Rahmen. Freitag seid ihr ja wieder mit dabei, spätestens Freitag. Und da machen wir dann auch ein wahrscheinlich ein bewusst langes Teil. Gut, vielleicht gibt es auch noch mal ein kleines Zwischending. Da habe ich nämlich, das ist nicht meine eigene Idee, aber ich will das noch nicht verraten. Ich habe da so eine Idee aufgegriffen für eine spezielle Kamerapositionierung. Das muss ich aber noch auschecken. Nein, ich sage jetzt erstmal, wie gesagt, schön, dass ihr wieder mit an Bord wart. Bleibt gesund und macht schön gut.